Mein Name ist Julia Greb und ich helfe Pferdebesitzern dabei, die gesundheitlichen Defizite ihres Pferdes zu managen. Die Unterstützung der Pferdebesitzer mache ich im Pferdereha-Bereich stationär schon seit einigen Jahren. Ich glaube, inzwischen sind es 6 Jahre, die ich dabei bin. Und die Online-Unterstützung der Pferdebesitzer ist jetzt seit gut einem Dreivierteljahr, dass das dazugekommen ist. Wie hast du Bauli Consulting kennengelernt? Ja, ganz simpel, über eine Werbeanzeige bei Facebook habe ich eine Werbeanzeige mit Andreas gesehen und ja, habe mich davon direkt angesprochen gefühlt. Was war dein erster Eindruck von den Bauligs? Mein erster Eindruck war, dass ich eine Person sehe, die ähnlich denkt, wie ich denke und meine Gedanken ausspricht. Und deswegen war auch mein Interesse an dem Coaching von Bauligs ja, direkt so vom ersten Moment vorhanden. Und dann kam immer mit jeder weiteren Werbeanzeige, die ich gesehen habe, immer mehr der Punkt, dass ich gesagt habe, gut, das ist ein bisschen beängstigend, er spricht quasi permanent deine Gedanken aus. Inwiefern hat Andreas deine Gedanken ausgesprochen? Im Grunde genommen hat mich die direkte Art abgeholt, weil ich auch immer ein sehr direkter Mensch bin. Und er hat Probleme angesprochen, ohne sich 5-mal im Kreis zu drehen. Das sehe ich immer bei vielen, dass sie versuchen, eine Lösung zu finden und dabei sehr viele Umwege gehen oder auch von ihrer Kommunikation her einfach nicht direkt sind. Und diese Umwege, die mag ich selber nicht, wenn ich mein Ziel erreichen möchte. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, dieser Mensch, der ist wirklich sehr direkt und sehr fokussiert, auch mit dem, was er erklärt, die Probleme, die er aufgreift und die Lösung, die er bietet, ohne eben diesen Umweg zu machen. Hast du konkrete Beispiele für Probleme, die Andreas angesprochen hat? Probleme, die ich zum Beispiel bei mir selber gesehen habe, dass der Tag nur 24 Stunden hat und ein Zeitmanagement bei einem Offline-Business zum Beispiel ein großer Faktor ist. Und wenn ich meine Prozesse systematisieren möchte und nicht mehr ich als Einzelperson für alles verantwortlich bin, habe ich selber nicht gesehen, wie ich diesen Weg gehen sollte. Und Andreas hat immer diese Situation eben angesprochen, dass man aus seinem Schema raus muss, dass man mehr Struktur in sein Business bringen muss, um einfach auch nicht mehr nur die Einzelperson zu sein, von der alles abhängig ist. Was war deine Ausgangssituation vor dem Bauli-Coaching? Meine Ausgangssituation war, dass ich eine stationäre Pferdereha hatte, wo ich eben die Person war, die alles durchführen musste an Arbeiten. Ich habe sowohl zeitlich bin ich an meine Grenzen gekommen, da habe ich ein Problem gesehen, und ich habe von der Räumlichkeit, von der Kapazität, wie ich Pferdebesitzer unterstützen kann, indem ich Pferde in unsere Reha aufnehme, ein Problem erkannt, weil ich wollte mehr Menschen helfen, aber die Kapazität räumlicherseits war einfach nicht vorhanden. Und dementsprechend bin ich mit dieser Ausgangssituation im Großen und Ganzen eine gewisse Zeit zufrieden gewesen, aber umso mehr man die Problematik einfach erkennt, dass man nicht weiterkommt, sondern einem Stillstand dann unterliegt, habe ich versucht, eine Lösung zu finden für mein Problem. Was war deine größte Angst vor dem Coaching? Ängste bezogen auf mein Business, als ich das Coaching gestartet hatte, habe ich gar nicht gehabt, weil ich wusste, dass ich nicht in der Situation bleiben wollte, in der ich mich befunden habe. Und konnte eigentlich nur wachsen. Ich konnte mich nur weiterentwickeln. Für mich gab es nicht den Punkt, dass ich Sorgen oder Ängste hatte. Wie lange hat es gedauert, bis du erste Ergebnisse gesehen hast? Die ersten Ergebnisse, als ich mit dem Training gestartet habe, sind eingetreten, nachdem ich meine Preisgestaltung angepasst habe, ein anderes Kundenklientel auf uns zugekommen ist und ich gemerkt habe, dass ich auch meinen Verkaufsprozess, so wie ich ihn optimiert habe, allein das Verkaufsgespräch mit dieser Struktur, die ich eingehalten habe, deutlich besser eben verkaufen konnte. Ich konnte mehr Menschen davon überzeugen, was ich mache, dass ich helfen kann und eben der richtige Ansprechpartner bin. Und ja, das war eben relativ schnell, dass das sehr gut funktioniert hat, in dieser Struktur zu arbeiten und nicht eben, wie ich es vorher gehandhabt habe, jeden in Endlosschleife komplett umfangreich zu beraten, sodass nachher mehr Verwirrung entstanden ist als vorher. Inwiefern hat sich deine Zielgruppe geändert?
Das Klientel, was uns jetzt oder was jetzt auf uns zukommt, sind kaufkräftigere Kunden, die sich schon zu großen Teilen dazu entschieden haben, was an ihrer Situation ändern zu wollen. Sie sind sich dessen bewusst, wenn man eine gute Dienstleistung haben möchte, ein Ergebnis haben möchte, dass das nun mal Geld kostet. Und in der Verlegenheit waren wir vorher nicht, denn vorher waren viele Kunden tendenziell eher so gestrickt, dass sie versucht haben, umsonst einen Rat zu bekommen. Ja, und wie gesagt, mit den Kunden, die wir jetzt haben, die schätzen einen eigentlich so die eigene Arbeit mehr wert, weil sie wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn man erfolgreich ein Ergebnis liefern möchte. Und genauso sieht es bei uns jetzt einfach aus, dass auch diese Wertschätzung stattfindet. Was war dein höchster Monatsumsatz nach Beginn des Coachings? Unser höchster Monatsumsatz nach Beginn des Coachings waren um die 40.000 Euro. Und das ist natürlich für uns schon einiges mehr, als wir vorher verdient haben, obwohl es uns vorher auch gut ging. Aber wenn man sich weiterentwickeln möchte und mehr Sicherheit erreichen möchte im Leben, dann war wirklich dieses mehr Geld verdienen und mehr auch wieder investieren können in seine Weiterentwicklung schon ein großer Schritt für uns, wo wir sehr glücklich drüber sind, dass dann einfach wirklich diese Entwicklung so stattgefunden hat. Was waren deine Key Learnings aus dem Baulig-Coaching? Meine Key Learnings aus dem Coaching sind ganz einfach mehrere. Zum Beispiel angefangen damit, dass die Preisgestaltung, die Wertschätzung meiner Arbeit so direkt vorher nicht bei mir stattgefunden hat. Man hat sich einfach an anderen orientiert und war damit zufrieden. Das, was man aber seinem Gegenüber mitgeben kann oder was ich den Pferdebesitzern mitgeben kann, habe ich in der Form halt nicht finanziell wertgeschätzt gesehen. Und das hat sich verändert, einfach mein Denken in diesem Punkt. Und genauso hat sich mein Denken verändert in der Sache, dass man technisch sich weiterentwickeln muss. Und ich bin ein absoluter Technik-Honk. Das passt bei mir in meinem Kopf immer nur so schwer zusammen. Und das ist wirklich essentiell, das zu lernen. Und ich hätte niemals gedacht im Vorfeld, dass ich das lernen kann und dass ich das lerne umzusetzen, diese technischen Dinge online abzuarbeiten und auch die Unterstützung und das Coaching meiner Coaching-Teilnehmer, die ich jetzt einfach habe inzwischen, dass das so unkompliziert möglich ist. Das ist für mich mit eins der größten Dinge, die ich auch so nicht erwartet habe, bevor ich das Coaching gestartet habe. Weil als ich das Coaching begonnen habe, wusste ich, ich werde weiterkommen, ich werde Lösungen für viele Probleme erhalten, aber ich war mir nicht dessen bewusst, was alles auf mich zukommt und wie leicht es im Grunde genommen umzusetzen ist, wenn man halt arbeiten möchte. Und ja, dieser technische Part und ein Offline-Business in ein Online-Business umzuswitchen oder mit zusätzlich aufzubauen, habe ich mir in der Form auch nicht vorstellen können. Aber es ist einfach Wahnsinn, diese Struktur, die man im Coaching erhält, dass ich sowohl mein Angebot passend definieren konnte mit den Fähigkeiten, die ich sowieso habe. Weil es reicht heutzutage nicht mehr, ein Experte auf seinem Gebiet zu sein. Wenn man sich verkaufen möchte und wenn man Kunden haben möchte, muss man lernen, das eben auch zu kommunizieren und wie gesagt, den Offline-Part, den wir so viele Jahre schon machen, in ein Online-Business mit umzuwandeln, ist für mich einfach unfassbar, dass das so möglich war. Wie hat dein Umfeld auf deinen Erfolg reagiert? Mein Umfeld hat durchweg positiv reagiert. Viele kommen zwar auf einen zu und sagen, oh mein Gott, das ist ja unfassbar, wie schnell ihr euch so oder so die letzten Jahre schon weiterentwickelt habt. Aber was wir jetzt aufgebaut haben, ist einfach noch mal eine Stufe mehr. Und alle beobachten uns und sehen, dass es funktioniert. Und das ist das Schönste, das Feedback, was man miterhält von den Pferdebesitzern, die Fortschritte sehen bei ihren Pferden, die einfach glücklich sind, die auch eine Sicherheit verspüren. Die Sicherheit, die ich durch Baulig gewonnen habe, kann ich quasi genau ummünzen auf meine Coaching-Teilnehmer, dass die auch aus dieser Unsicherheit rauskommen, wie eine Weiterentwicklung aussehen könnte. Wie hat das Coaching dich als Person verändert? Ich als Person habe mich für mich gefühlt weiterentwickelt, weil
dieser Sicherheitsaspekt, einen Ansprechpartner zu haben, mit den Gedanken und Visionen, die man hat, einen Ansprechpartner zu haben, der einem Energie gibt, der sagt, jo, gib Gas, das läuft, genau so weitermachen. Das ist was, was einen nicht nur geschäftlich weiterbringt, sondern auch persönlich weiterbringt. Denn wie gesagt, diese Unterstützung, die mental stattfindet, diese Mindset-Arbeit, die auch bei Baulichs stattfindet, das ist eine Unterstützung, die man nicht von jedem außerhalb in der großen, weiten Welt erfährt, weil es natürlich auch immer Skeptiker gibt oder Menschen gibt, die einem etwas nicht gönnen. Und da Energie herzubekommen, ist dann schon eher seltener der Fall. Da legen Baulichs einfach sehr viel Wert drauf, dass man ja, durchstartet und dabei unterstützt wird und da eben auch mental bei unterstützt wird. Und das hilft einem persönlich auch unfassbar weiter. Was war der beste Moment im Coaching für dich? Der schönste Moment im Coaching war für mich, als ich die erste fremde Person, nachdem wir Werbung geschaltet haben und unsere Landingpage aufgebaut haben, die erste fremde Person beworben hat. Denn wir waren die Jahre zuvor immer über Mund-zu-Mund-Propaganda oder wir waren auf Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen, auf Empfehlungen angewiesen und dann kennt jemand den anderen und so hat man die Kunden bekommen. Aber dass fremde Personen auf einen zukommen über eine technische Umsetzung, die funktioniert, das war für mich eigentlich das Besondere, dass jemand genau das, was wir transportiert haben in unseren Texten, die wir verfasst haben, dass es angekommen ist. Dass ich mich als Person passend formulieren konnte und mein Business passend formulieren konnte, dass mein Gegenüber, der mich nicht kannte, eben erkannt hat, die ist genau das, was ich gesucht habe. Wie würdest du das Coaching der Baulichs beschreiben? Ich würde das Coaching bei Baulichs so beschreiben, dass man lernt, wirklich systematisiert, strukturiert sein Unternehmen zu führen, sein Angebot, was man vielleicht schon hat, anzupassen oder wenn man kein Angebot hat, dass man darin unterstützt wird, ein Angebot passend zu den eigenen Fähigkeiten zu finden. Und gleichzeitig nicht nur sein Angebot findet und Struktur passend für sein Unternehmen bekommt, sondern dass man auch wirklich mental abgeholt wird, dass man sich weiterentwickelt, persönlich, in seinem Business und immer die Unterstützung erhält, die man eigentlich braucht, dass man jemanden hat, dem man Fragen stellen kann, wo man Antworten bekommt und nicht nur von Einzelpersonen, sondern es steht ein komplettes Team dahinter, sodass man, egal wann man sich meldet oder welche Frage man hat, immer einen kompetenten Ansprechpartner hat. Und das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, diese Sicherheit vermittelt zu bekommen, dass man nicht alleine ist in der Situation, wo man sich weiterentwickeln möchte. Wie fühlt es sich an, eine Baulich-Kundin zu sein? Ja, es fühlt sich unfassbar gut an, ein Baulich-Kunde zu sein, weil man wird rundum betreut, man fühlt sich durchweg gut. Selbst wenn man mal Kritik erhält, ist es einfach konstruktive Kritik. Genau darum bin ich auch bei Baulichs, weil ich brauche keinen, der mir Honig ums Maul schmiert. Ich möchte gerne jemanden, der mich dabei unterstützt, mein Ziel zu erreichen und das auf dem schnellsten und kürzesten Weg. Und Bausteine gibt es so oder so, die zwischendrin weggeräumt werden müssen. Deswegen hätte ich gerne möglichst wenige davon und das bekomme ich bei Baulichs und deswegen fühle ich mich einfach auch unfassbar gut aufgehoben im gesamten Team.